Hügel, Bunker, Teiche, Büsche und Bäume. Ein Golfplatz ist nicht nur eine gepflegte Sportanlage, sondern steckt auch voller Hindernisse. Wie können Menschen mit Behinderung diese überwinden und dabei trotzdem unabhängig bleiben? Hier auf der RehaCare 2018 haben wir die Antwort im Sportcenter gefunden. Herr Nachtwey, für wen eignet sich Wheelchair Golf? Also Golf im Rollstuhl eignet sich für sehr, sehr viele Rollstuhlfahrer. Natürlich in erster Linie für Paraplegiker, aber auch Tetraplegiker haben die Möglichkeit, weil der Ball ruht und weil man auf nichts reagieren muss. Also von daher für sehr, sehr viele Rollstuhlfahrer. Welche Hilfsmittel oder Anpassungen speziell für Rolligolfer gibt es? Ja, es gibt natürlich den speziellen Golfrollstuhl, Paramotion, früher Paragolfer, mit dem man sich dann elektrisch hinstellen kann, was natürlich notwendig ist und mit dem man auch den ganzen Platz befahren kann in allen Situationen, ob Bunker, Grün und so weiter. Und der eine oder andere braucht eventuell etwas längere oder kürzere Schläger, vielleicht etwas flexiblere Schläger. Aber im Allgemeinen sind das auch schon alle Anpassungen vom Golfplatz her selber, brauchen wir keine. Welche gesundheitliche Wirkung hat Wheelchair Golf für den Spieler? Ja, also grundsätzlich ist es eine sehr, sehr gesunde Sportart, weil man sich natürlich auf der Runde 100, 150 Mal hinstellt, die Knochen belastet werden, der Kreislauf in Gang gebracht wird. Und nebenbei ist es eine sehr inklusive Sportart, weil man eben auf Augenhöhe mit Nichtbehinderten spielt. Was macht den Paramotion von Power Basetech so besonders? Er ist absolut geländegängig. Wir können also in jeden Bunker reinfahren. Wir können jeden Berg bezwingen sozusagen auf dem Golfplatz. Also 30 Grad Steigung, viel mehr gibt es auf Golfplätzen eigentlich nicht. Wir können jedes Grün befahren, ganz wichtig, gerade für die Golfplatzbetreiber, dass wir keine Spuren auf den Grüns machen, wenn man sich entsprechend vernünftig verhält, was wir voraussetzen, was wir aber auch den Nutzern beibringen, wie sie sich auf dem Grün zu verhalten haben. Und ansonsten kann man eigentlich den Platz mit dem Gerät überall befahren und jeden Platz dieser Welt. Welche Geschichte steckt hinter dem Paramotion? Ja, also im Prinzip meine. Ich habe vor 21 Jahren Motorradunfall gehabt, habe 3 Jahre vorher Golf gespielt, wollte unbedingt wieder Golf spielen, aber ich dachte, das muss ja irgendwie gehen. Jeder hat gesagt, Golf im Rollstuhl, was ist das denn für ein Quatsch? Du kannst mit deiner Frau schwimmen gehen oder irgendwas, aber golfen sicherlich nicht. Das war Ansporn genug, sich Gedanken zu machen. Und es hat ein paar Jahre gedauert, dann ist das erste Gerät über den Platz gefahren. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, da gibt es tatsächlich auf der Welt noch andere Leute, die sowas gebrauchen können. Und daraus ist halt ein Business geworden. Und heute vertreiben wir die Geräte in mehr als 25 Ländern dieser Welt. Vielen Dank für das Gespräch.